Schönen guten Abend. Ob der nächste Versammlung, wo wir über den neuen RGTS-Busreise schwätzen, an ungewohnter Form, dass durch die ungewohnten Zeit, an der wir uns befanden, machen wir das immer virtuell. Aber das ändert aber nicht daran, dass es wichtig ist, dass wir mit den Bürgerinnen und Bürgern am Dialog bleiben. Dürfen heute auch die Möglichkeit für uns Fragen heranzuschicken, die selbstverständlich alle gute Werte beantwortet gehen. Also sollten wir eine Frage nicht mehr können beantworten oder weil das viel sind, braucht keine Sorgen zu machen, die gehen alle guten schriftlich beantwortet. Also sowieso werden wir alle Fragen und Antworten auch im Internet vom Minister publizieren. Heute Abend wollen wir einen allgemeinen Überblick geben über die Reform. Und dann natürlich auch ein paar mehr belichten, was auf der Muselsgegend geschieht. Das ist, wir sind heute echt da an der Region von der Muselsgegend, Rehmisch, Grevenmacher und so weiter. Und dafür wird man dann noch da mehr größeren Fokus drauf legen. Vielleicht haben wir für dich eine kleine Historik. Den RGTR war das, der hat Vignals gegründet. 1978 als den Regime General des Transports Routiers RGTR, wie ihn heißt, gegründet. Entretemps feiert den RGTR um die 125.000 Passagiere pro Tag am Land rundherum. Also wir sind eh von den ganz großen Fournisseuren von der Mobilität zu Lützeburg. Historisch gesehen, als die Reso so ein Patchwork in einem zusammengeklebten Reso, den über Jahrzehnten ein bisschen noch nur der Prämisse abgebaut ging, als wenn der Bürgermeister gefragt hat und geguckt hat, da kommt noch eine neue Linie. Aber ganz sicher entspricht die Reso nicht mehr dem, wie das Land sich entwickelt hat, wo die Leute wohnen, arbeiten, ihre Freizeit haben. Das ist besser, wenn sie natürlich andere gehen an der Mobilität, am Bus, zu dem, was für 30, 40 Jahre existiert hat. Und dafür wäre einfach wichtig, hier bei den neuen Linien, beim neuen Reso mehr Rechnung zu drohen. Was sind dann die richtigen Monaten halt, punktuell innerhalb von den Gemengen, zwischen den Gemengen, in Richtung von Arbeitsplätzen, in Richtung von den urbanen Räumen? Weil der Bus ist natürlich besonders wichtig für den ländlichen Raum und natürlich auch für die Leute vom ländlichen Raum an den urbanen Raum zum Beispiel zu bringen. Und dafür die Reso, wie bestehen und für drin, den 180 Linien her, der 725 verschiedenen Itinerären, als ganz sicher nicht mehr up-to-date gewesen. Wie sind wir da durchgegangen? Wir haben das ganz partizipativ gemacht, den Bürgerbeteiligungsprozess. Wir haben schon 2016 angefangen. Da hat man eine Roadshow gemacht, 11 Veranstaltungen am ganzen Land organisiert, immer voll Säll, wo man nicht eine neue Reso natürlich präsentiert tun, aber wo man einfach gewisse Schema präsentiert tun, mit dem man wollte viel gehen, gewisse Vorgaben beginnen haben, die man als Gefühl gestaltet haben, und wo man von allem wollen nur lauschen und diskutieren mit den Leuten, aber wie gesagt, die Leute selbst wären überall gut gefüllt am Land, wie hier besser sind, wie sie ihre Busreso sehen, und alles da, das angefloss natürlich hier nur an die Zusammenstellung vom Reso. Nur dem Roadshow haben wir auch Arbeitsgruppen nachgegründet, weil ab den Abend da haben sich eine ganze Reihe Themen rausgeschielt. Ob das war der Bus am ländlichen Raum, der Bus ist der Abend, mit spät, Samstag, Sonntag. Die zu verschiedenen Themen sind Arbeitsgruppen gegründet. Und da konnte auch alle Bürger sich melden, für Matze schaffen. Da haben sich auch viel gemeldet, für Matze schaffen. Und das, was da rausgekommen ist, ist auch angeflossen an die ganze Diskussion. Da sind wir bei der Gemeinde gekommen, da komme ich nicht zurück. Wir haben nach 2017 gemacht, an zwei Details. Wir haben eine große Enquete gemacht. Wir hatten Zehntausenden Menagen, also einzelne Leute oder Menagen, nur geschrieben. 38.000 Leute haben gemacht. 2017 bei der großen Umfrage. Da haben wir einfach herausfinden, was sind die Deplacements am Land? Wie deplacieren Leute sich wo? Wie weit holen sie den Verkehrsmitteln und dann nicht? Wie weit kombinieren sie den mit dem anderen und anderen Sachen, die sie könnten kombinieren, vielleicht nicht? Aber wir wollten natürlich auch herausfinden, wo ist die größten Demands? Boah, natürlich sieht ihr auf dem Grafik, das ist aber keine Überraschung. Die Spitzenstunden, die stechen da raus. Final neue Spitzenstunden, ob es verdient sich schon mehr, das würde man sehen, natürlich, wenn Leute man eurer Mobilhaut ganz unterschiedlich aufhängen, muss man schaffen, wir finden alles viel mehr frei abhalten, offenbar schaffen. Und natürlich haben wir gesehen, auch wie wir die Zusammensetzung von dem Verkehr. Und da stellen wir fest, dass viele Deplacements auch
am Schulbereich dran kommen, also die Education eine große Rolle spielt, die ist das nicht nur professionell Deplacements, aber auch Schul- oder Freizeit, weil eine Rolle spielt, dann alles das, als man da geflossen, wie man auch natürlich als Rezo geguckt hat. Was haben wir herausgefunden, dass, wie gesagt, gewünscht, denn haben wir festgestellt, Demos 2017, dass 69% von den Deplacements mit dem Auto gemacht sind, 17% mit dem Zug oder Bus, und dann 2% mit dem Velo und 12% zu Fuß. Und das ist natürlich eine wichtige Information, weil wir wollen ja eine Verschiebung kriegen, dass mehr auch zu Fuß gehen Velo oder auch öffentlichen Transport genutzt wird. Und dafür wäre das wichtig, natürlich herauszufinden, wie sind gewünscht, nach wie wert sind sie so. Dann haben wir natürlich im ganzen Prozess Gemengen natürlich auch konsultiert. Wir haben 2019 am September die Gemengen den ersten Wurf vom Rezo geschickt. Die konnten dann in Avira gehen. An 102 Gemengen haben die ganzen Rezo an noch Spezifizität von ihrer Gemengen gekriegt. 81 Gemengen haben dadurch genutzt. Also haben ein Avi und das Ministerium geschickt. Darauf sind haben wir 534 individuelle Kommentare, die von der Gemeinde gekommen sind, haben wir geguckt, dann haben wir noch den Grund von der berücksichtigt, just für heilig zu weisen, dass wir bei 115 Linien, die wir der Gemeinde geschickt hatten, nach Modifikationen vorgeholt haben durch den AVI, die Rackermas von der Gemeinde, wir haben sogar 21 Linien beigesetzt auf dem Mond von der Gemeinde, sodass wir über Reise kommen, von 179 Linien mit einem eigenen Trasse. Hier sind wir, wenn wir hier sprechen, dass der Schülertransport ganz raus, der wird separat regiert. Das wollten wir unbedingt so haben, für das wir keine Vermischung mehr haben vom normalen Linienreso mit dem Schülertransport. Ein großes Merci dafür für die immense Beteiligung von den Bürgern, mehr auch von den Gemeinden. Das hat uns natürlich viel geholfen, dass wir den Reso meistens groß optimiert gingen kriegen. Was war das Resultat davon und das Objektiv davon? Erstens natürlich mit equilibrierten Rekouvrement zu kriegen vom ganzen Territoire. Dann natürlich Frequenzen zu adaptieren, auch die Vierer. Es geht ja nicht nur darum zu gucken, dass wir den Reso adaptieren. Wir haben auch die Menge Ausschreibung laufen eine europäische Ausschreibung für alle Linien, da haben sie keine Charge abgestellt, da haben wir an der keine Charge Qualitätskriterien dran gesetzt, wird gefährlich überlegt. Da sind viele Sachen, die da dran geschrieben sind, die haben wir rausgeholt aus den Informationen, die wir von den Bürgern gekriegt haben. Dann natürlich den Weekend, abends mit spät fahren, wir haben ein Rezo, der geht vom Mäus 5 bis abends 11 Kreiser quer durch Land, also die tut ihn egal, wo er wohnt, tut ihn eine Garantie, dass er einen Bus fährt, von morgens 5 bis abends 11 Minimum. Es gibt natürlich Gemengen oder Linien, die gehen sogar nach mir spät für 11 Uhr, mit dem 5 bis 11 Uhr Minimum. Dann natürlich auch Samstag, Sonntag, den Skolär, also der Schülertransport, für das raus. Auch die Optik wird ändern, wir werden eine homogene, einheitliche Optik kriegen für den RGTS-Bus, sodass hilfreich die Busse direkt drüber kann. Und durch Planifikation könnt ihr schon mehr effektiv bei dem Ganzen. Hier sieht ihr natürlich die große Achse. Was erkennen wir und was wird eine neue Numerotation gemacht? Und im ersten Schiffer, bei dem ersten Schiffer sieht ihr, wohin er, wie eine Richtung für den Bus. Ein, das ist zum Beispiel der Norden, zwei, aus den Osten in Richtung Ersten, an drei, aus den Osten in Richtung Wasserbillig, an vier zum Beispiel, aus dann, da das die Region, über die wir nur schwätzen, die Richtung Osten, Richtung Römisch, und da geht das so weiter, wie das da sitzt. Da können den zweiten Schiffer, da das von den zweiten Schiffer ein Null aus, dann habe ich ein Expressbuslin, was heißt das, das ist ein neues Element, das wir wollen kontinuierlich ausbauen, über die neue Rezo, das ist das so, und es gibt Großstrecken, wo man will schnell weiterkommen. Ein Beispiel, dass die Leute von Römisch kennen das schon, da gibt es schon so ein Römisch an Stadt. Da gibt es dann Expressbuslinien, die sollen natürlich möglichst über eigene Spuren fahren, ob die Route priorisiert sind, und möglichst nicht in der Weh halen. Das heißt, dass die Leute, die davon aus dem Raum Römisch kommen, möglichst sehr direkt auf die Destination können kommen. Also, wenn ein Null da steht, dann ist es so ein Linie. Da könnt ein neuer zweiter Schiffer, der das Doppelung einer Linie regional primär, also primär regional Linien oder sekundärer, das von den einen, das ist primär, von den zwei, also sekundär.
Da könnt ein zweites Schiffer, den seht ihr so bedenken, Lin regional primär ist das ähnlich, wie du gesagt hast, wenn du findest, was da dann sein Lin transversal, was hier steht, wir wollen in der Zukunft für nicht, wir wollen wegkommen von der Fixation, nicht mehr auf der Tabstadt, wie dass wir auch mehr transversal Linie bauen, die Regionen mal nicht verbinden, und nun kommt auch eine Nummer, wo doch gesehen, wo auch mit Lokalitäten mal nicht wollen verbinden, und dafür, wenn du dann findest, da steht dann sein transversal Lin, und dann können die eben das, was ich gerade gesagt habe, lokal, wenn da den zweiten Schiffer in 3, 4, 5 oder 6 und so weiter, das sind dann Lokallinien für die Lokalitäten, man nennt es verbanden. Das heißt, wir haben nur ein finales Reso, den mehr lesibel ist, mehr einfach lesibel ist, mehr kohärent ist, geht auch aufgestimmt, ob die anderen öffentlichen Verkehrsmittel dazu so eine Genre haben, die Konnexionen sollen mehr klar sein, und auch die großen Point d'Échange, die großen Pol d'Échange klar definiert sind. Dadurch soll natürlich der Fahrplan auch mehr fiabel gehen, auch mehr regelmäßig, auch mehr logisch gehen. Da geht auf den Band, da brauchst du gesagt, ich habe das noch nicht gelesen, aber mal links erreicht, auch los gespürt gibt beim Rhein-Reso. Aber hier sieht man den Volumen, den kilometrischen Volumen vom neuen Reso, da sieht man keine Spur von Spuren. Wenn man guckt von 1995 bis 2022, da sieht man, dass die das geht richtig bergab, also wir fahren immer mehr Kilometer, und noch am neuen Reso, wenn man von 20 auf 22 guckt, da sieht man, dass natürlich ganz klar mehr Kilometer gefahren gehen, also ganz klar keine Spur von Spuren. Und hier sieht man, was das bedeutet an der Woche. Wir haben an der Woche 25, also von den mehr Kilometern, die fahren, kommen länger 25% bei zwischen Mainz und Freitag. Das heißt, dadurch hat man einen regelmäßigen Takt über den überall am Land zwischen Mainz 5 und Ovis 11. Also das ist natürlich so, dass man an der Woche war, auch dadurch mehr fahren. Das heißt, 25% könnt von Mainz bis Freitag. Der Weekend, da gehen wir 380%, das tut. Das ist natürlich ein heiliger Schiffer, aber das könnt ihr hier, wenn wir auch Sonntags quasi gut nicht gefahren sind. Aber hier haben wir ja ein ordentliches Samstags- und Sonntags-Trafik. Und dadurch macht das natürlich auch viel aus, dass ich da können 380% Verbesserung. Und dann natürlich auch wichtig, wir dürfen erkennen, dass sollen den Bus auch nicht mehr isoliert gesehen. Das hat natürlich eine Inzidenz auf die Korrespondenzen. Wir werden den Bus noch besser mit dem Zug aufstimmen in Zukunft mit dem Tram oder mit anderen Verkehrsmitteln. Mir ist das auch wichtig zu verstehen, dass den Haut nicht kam, wie so ein den Bus an den Rest von den Verkehrsmitteln interessiert mich nicht. Das haben wir am Modu, also im Verkehrskonzept für eine Reihe Jahre genau definiert. Multimodalität als Lösung, das heißt, kombinieren von Verkehrsmitteln. Das heißt auch, dass ich Rechnung darüber, dass ich den Bus kann. Man will auch kombinieren, natürlich mit dem Zug oder mit anderen Sachen. Aber ich darf auch nicht nehmen, meine Verbindung, die ich schon am öffentlichen Transport gucke, allein fixiert auf den Bus, weil das gibt mir ein falsches Bild. Ich muss gucken, mit den anderen Verkehrsmitteln. Und die gehen auch alle ausgebaut. Der Zug wird ausgebaut, wir bauen neue Garen, wir bauen Zugkadenzen aus. Den Tramsreso wird ausgebaut, nur auf den 16,4 Kilometer rum an dem anderen Tabstadt. Wir tun auch nach urbaner Plätzen, also alles das muss ich mal da rechnen, wenn ihr in den öffentlichen Transport, also wenn ihr in den Bus auch guckt. Hier seht ihr den, nicht den Straßenreso am Land, sondern das ist der Busreso. Alle Striche, die ihr hier seht auf der Karte, das ist natürlich eine Buslinie. Und ihr seht natürlich, was die Striche mit dick sind, was die Kadenz und auch die Möglichkeiten mit groß sind. Die schon. Und ihr seht, dass die Kreise quer durch das Land verteilt erstens mal Verbindungen da sind, aber vor allem auch da oft mehr da sind, und dass man natürlich ganz dichte Busreise haben, wenn wir das mal vergleichen mit ähnlichen Regionen und Ländern im Ausland. Ich meine, da braucht man es nicht zu schummen. Au contraire, sind ja zählt, dass wir da eine Qualität anbieten, die da im Ausland seinesgleichen sieht, also die wirklich exemplarisch ist. Weil aber nicht heißt, dass es optimal ist. Ein Busreise, das würde ich auch direkt sagen, der ist nicht auf Beton gegossen, den muss dauernd mit dem Land sich mit weiterentwickeln, dass auch wenn wir ganz sicher noch Linien müssen an den nächsten Jahren nur adaptieren, weil das wird man als vielleicht fehlgestaltet und vielleicht an der Praxis nicht zu dem Resultat feiert, wie man es gedurcht tun durch die Analysen, da muss man durch eine Adaptation machen. Aber selbstverständlich auch können immer nach dem Monte berücksichtigt, von Bierge oder von Gemengen,
Busreserv als etwas Lebiges, muss sich dauernd können aufpassen, adaptieren dafür, dass nicht, wenn man die Resolo, die geht schon bald in einem Jahr angefangen, wir haben September angefangen, das geht bis den Herbst nächstes Jahr, dann müsste so wieder ein Durchsicht umgesetzt sein. Und dann ist nicht, dass da gesagt wird, so, voilà, das ist nur, wir brauchen keine fünf Jahre lang zu kommen, wenn man die nicht etwas, wir werden nicht mehr ändern. Nein, wir sind immer noch auf für Änderungen. Hallo, ging es dann proposieren, weil ich ja immer noch fertig und so, merci für die Doppelexamkeit. Ging es dem Alex Kies, also dem Direktor vom Bussystem, das Wort gehen, für mehr den Fokus zu legen, dann ob die Region, Muselgegend, Römisch, Grevemacher, weil das für die, die heute Abend wahrscheinlich hauptsächlich angeschaut sind. Merci. Vielleicht haben wir noch. Weil ich denen leider auch viel Merci sagen. Wir haben heute Abend 120 Leute angeschaltet. Da sind auch 21 Leute aus dem deutschen Grenzgebiet. Da dürfen wir auch eine deutsche Übersetzung. Ein großes Merci für die großen Interessen. Und wie gesagt, den Alex Kies wird dann auf die Region angehen. Und natürlich auch, wird man dann alt froh beantworten. Die Rackum sind schon eine ganze Paar gerackum. Auch dafür ein großes Merci. Merci, Herr Minister, für die Wort. Auch von mir schönen Abend und die Leute draußen. Ich gehe da kurz auf den Raum Römisch an und dann noch auf die Fragen, die wir schon gestalt haben, an die wir am Laufe von der Präsentation gestalt kriegen, weil ich denke, dass das, was die meisten Leute ja interessiert. Das ist so, wenn man sich mit dem Raum Römisch beschäftigt, und der Minister hat gerade gesagt, es sind noch ganz viele Leute aus dem deutschen Grenzgebiet, die als Haut nur lauschen. Da sprechen sie noch immer über grenzüberschreitende Verbindungen, die sicherlich gerade an dem Grenzgebiet ganz wichtig sind. Besonders, weil wir da ja auch kein direkt Schienenoffer haben. Wir fahren auch am neuen Reso weiterhin bis auf März mit unseren Buslinien und versichern da die verschiedenen Ortschaften, gut mit ihnen zu verbinden und dann danach auch plötzlich an die Stadt zu fahren, weil das aber noch immer für die meisten Leute die Hauptdestination ist. Wir gucken da einerseits die Kirchbierchen zu steuern und andererseits aber auch den südlichen Teil von der Stadt. Das ist so, dass wir die Linien auch adaptiert haben, nicht nur auf Basis von den Resultaten aus den Etüden, wir hatten da auch mit den Passagiere aus diesen Linien, die eine oder andere Enquete gemacht haben, für auch nicht besonders genau am saarländischen Grenzgebiet herauszufinden. Auf Lützebäuer Seite ist natürlich der Raum Römisch zu greifen machen, waren wir ja schon an einem Abend, sodass wir so ein bisschen auch mehr auf Römisch fokalisieren. Haben wir geguckt, neben der Verbindung, die heute schon gut an der Stadt, aber auch an der Region, die eine oder andere Offer umzubauen auf Basis von den Demonten. Es ist so, dass sicherlich Landschmusel die Offer Richtung Grevemacher wichtig ist, wir haben aber auch die Offer Richtung Mondorf, die weiterhin besteht und darüber raus auch an der Stadt. Wir beackern hier hauptsächlich zwei Achsen, das eine ja durch den Tröntingerdal, wo die Expressbuslinie fährt, und eben dann die Verbindung von Römisch über Mondorf, Freising an den südlichen Teil von der Stadt. Die größte Änderung, die hier wirklich kommt, ist einerseits, dass die Davonas zum Raum Schengen eigentlich umklammern müssen, wenn sie wollen, an die Stadt fahren. Das betrifft vor allem daneben die Korrespondenz zu Römisch, respektive zu Mondorf. Die Korrespondenzen sind noch in Zukunft gesichert. Wir haben sowohl durch den Ausbau von unserer Lädstelle und auch die Ausschreibung, die der Herr Minister angeschaut hat, als Meinung angehen, dass die Korrespondenzen garantiert können gehen, weil wir da auch mit den Betrieben andere Kontrakte haben, die das dann mehr garantieren, wie das heute der Fall ist. Und die andere große Änderung ist eine, die auch kommt, die auch schon ganz stark diskutiert wird, das, dass man an der Stadt nicht mehr durch die Stadt fahren, geschuldet natürlich dem Ausbau vom Tramsreso, weil einfach an der Stadt ein Tram die wichtige Rolle überhält, den zentralen Achs zu beackern, dass man die Bussen nicht mehr möglich gewirkt, auch wenn das vielleicht für den Einzelnen der Verlust für seine Direktverbindung bedeutet, als das aber für die ganze Bevölkerung auch außerhalb von der Stadt wichtig,
weil wir da aber durch den Tram die höchste Mond können viel besser aufdecken, wie das man muss möglich ist. Das ist am Fang an dem heutigen Bereich eine von den Hauptänderungen. Wenn ich ein bisschen mehr südlich an den Raum Schengen-Mondorf gucken geht, da ist natürlich auch Freising ein ganz wichtiger Knotenpunkt. Wir haben von Mondorf weiterhin wirklich Verbindungen an all anderen Pol direkt an der Gegend. Die kommt von Mondorf sowohl auf Bremisch, die kommt an all Dörfer an der Gegend, die kommt auch auf Freising und darüber an die Stadt. Wir haben geguckt, an der Stadt auch noch eine Arbeit anzubieten, vier von der Rokade besser auf die Kirchbirsch zu kommen. Das ist ein zusätzliches Offer, die wir am Gange sind, umzusetzen. Wir haben natürlich auch eine wichtige Verbindung, das ist die Richtung Frankreich über Freising, anstatt wo wir nicht mehr spät wie nur an ein, zwei Wochen zu Russie, Village und einer neuen Park und Reit erweilen, für da auch der dem Mond gerecht zu gehen und da mit Autos von der Straße zu kriegen, die dann ein Wasseroffer auch Richtung Stadt Lützburg haben. Sodass dann ein weiterer Raum dabei kommt, den immer wichtig ist, wie gesagt, Römisch, als an dem sind gut angebunden. Wir haben sowohl Verbindungen an Grenzgebiet, wir haben Verbindungen an Stadt, sowohl Kirchbirsch an den südlichen Teil Rokat an Hofwald. Wir haben Verbindungen auf Grevenmacher, die Verbindungen auf Mondorf, sodass der heutige Raum wirklich ganz gut aufgedeckt ist. Es könnte eben dabei da sein, muss einige umklammern, für auf seine Destination zu kommen. Wenn ihr guckt, was da umgesetzt geht, da sind wir natürlich hier in einem Raum, wo die was schon Sachen am Vorplan wissen, vom September umgesetzt gesehen, dafür, als dass wir verschiedene Bürger vielleicht auch schon nicht Neues mehr. Wir hatten hier auch gekündigt, dass wir mit den Änderungen schon am Mai aufhängen, das ist aber Covid-bedingt nicht möglich gewesen. Dann haben wir das alles im September verrückt und wir sind noch ein bisschen dran an der Umsetzungsphase. Wir werden aber trotzdem die ganze Umsetzung bis Ende nächstes Jahr umgesetzt haben. Und auch mit der letzten Phase wird das ganze Numerotationssystem, den der Minister in seiner Präsentation angeschaut hat, auch mit umgestaltet gehen. Ich denke, dass das nur ein kurzer Überblick war über das, was wir machen. Römisch ist ein bisschen wie kleiner Raum, dafür geht das dann ein bisschen wie schnell, wie man den ganzen Ausblick muss feststellen. Ich denke aber, es sind aber ganz viele Frohe schon rausgekommen heute Abend. Und ich gebe dafür dem Sergio Prado das Wort gehen, für das hier kann die Insel Frohe stellen und das wir dann können heute live beantworten. Ja, merci Alex. Ich gebe dir mal den ersten Froh, die ganz oft gestaltet gehen, also aufhängen. Sie nur der Reorganisation nach Änderungen am Detail möglich. Den neuen Linienverlauf und den Horaire von verschiedenen Linien als nicht immer der Demand angepasst. Ja, das ist so. Ich meine, dass wie der Herr Minister gesagt hat, der Busreise war immer ein lebendiger Reise. Wir werden auch weiterhin müssen Änderungen machen. Wir konnten auch schon den ganzen Monaten ran. Nur auf Basis von den Änderungen noch vom 13. Dezember war die Linie 160, 170, den 192, für just ein paar zu nennen, rankriegt. Und wir werden die auch noch analysieren. Da sind wir auch am Gange schon Änderungen noch anzuplanen, wo wir versuchen, verschiedene Monate noch besser aufzudecken. Das ist natürlich weiterhin möglich. Und auch da gebe ich so, wenn ihr Sachen abfallen oder wo ihr denkt, da wir noch eine Änderung zu machen, kann ich die immer also rausschicken. Natürlich können wir aber auch nicht alle Änderungen Rechnung drohen, weil wir immer müssen gucken, dass es am gesamten Konzept aber auch einen Sinn ergibt. Merci. Wir grüßen ganz viel froh aus der Gemeinde Römisch. Ich probiere an ja vier Sätze zu resümieren. Ein erster Remarke, ja, die eine effiziente Busspur mit Buspriorisierung, für dass der Bus nicht mehr am Stau hängt. Die zweite Remarke, die auch oft rauskommen, ist ein Abfangsparking auf der deutschen Seite. Und ein Kontournement für den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Und dann hat man noch die Remarke von den Korrespondenzen, die zwischen den verschiedenen Linien nicht immer respektiert wird. Und dann noch ein feierte Remarke, die auch pro rauskommen, ist eine schnelle Tramsverbindung aus der Stadt an den Südosten Teil vom Land. Okay.
Also ich versuche, ob die verschiedenen Fragen zu antworten. Wenn da ein bisschen viel bei Ihnen und noch ein bisschen viel ganz unterschiedlich ist, ich versuche, das mal rein abzuschaffen. Die erste Frage, der nächste Bereich, den ich in der Busspur fragt, zu Römisch. Du hast ja so, dass ein Projekt gibt, die in der letzten Zeit die Pumpe umgewandelt ging. Es sind aber gute Hoffnung, dass wir die so schnell wie möglich können umsetzen. Die werden sicherlich etwas bringen, die auch die Vorzeiten da besser anzuhalten. Die andere Frage, zu den Korrespondenzen. Du hast ja für dich schon gesagt, dass als das bewusst ist, an neue Reso, sie spielen Korrespondenzen viel mehr eine große Rolle. Das ist wichtig, für dass man Reso haben, die eine klare Struktur hat, aber wo man auch verschiedene Versprechen, was den Expressbus zum Beispiel geht, auch können anhalten, dass man dort Dorere können garantieren. Das bringt aber mit sich, dass wir auch wissen, dass man muss in dem Steigen besser strukturieren. Aus dem Grund haben wir eben einerseits bei uns intern eine Leitstelle aufgebaut, wo wir können permanent an die Reso angreifen, Bussen anhalten oder Bussen steuern, dass wir die Korrespondenzen packen. Auf der anderen Seite haben wir am neuen Reso die Dunzel von den Korrespondenzen klar reduziert. Die Korrespondenzen, die sind klar an Norären ausgewiesen und sind auch die, die wir garantieren. Zum Beispiel, wenn ich von Schengen an Staat will, wird Ihnen eine garantierte Korrespondenz zu Römisch respektive zu Mondorf. Und die sind dann auch sicher. Da gehen wir einfach am Reso und eine ganze Kopf verstoppte Korrespondenzen, will ich so natürlich erzählen, umsteigende Möglichkeiten, die sich im Recht zwar auch gehen, mit denen wir nicht können garantieren. Das ist da, wenn es da, die können da wenn allein immer nehmen, eng oder zwei Korrespondenzen maximal garantieren. An einer Sache, die sich durch Zufall ergehen, sind zwar möglich, wenn alles ideal klappt, wir können nicht über das System laufen. Das ist mir wirklich gezielt, die Polen, die wir haben, ausgewählt und das auch dürfen wir Korrespondenz garantieren. Dann war eine Frage zum einem Kontournement für Römisch. Soweit ich informiert bin, ist in Zukunft kein Kontournement geplant. Wir versichern, eben über ein Busspur den Verkehr für den öffentlichen Transport an Römisch besser zu strukturieren. Und so denke ich, dass die Frage auf jeden Fall von meiner Seite beantwortet. Die andere Frage betreffend Opfangparkingen auf der deutschen Seite. Da ist es so, dass wir sicherlich permanent in Kontakt sind mit unseren nordischen Gemengen, um zu gucken, wo Möglichkeiten bestehen. Es muss ihnen aber so sein, dass für in allem Grenzgebiet auf der deutschen Seite, Römisch, das heißt Saarland und ein Teil von Rheinland-Pfalz, da relativ diffus sind. Das heißt, es gibt keinen klaren Punkt, wo alle Autos zusammenkommen, aber wo sie dann Richtung Stadt fahren mit den Inselbrücken. Die Leute kommen aus vielen verschiedenen Ortschaften und es gestaltet sich schwierig, da gut funktionierende Sitze zu finden. Da haben wir natürlich mehr einfach, wenn ich ein bisschen mehr Richtung Norden geht, wenn ich gucke in den Trägerraum oder so, wo natürlich auf der Autobahn auch ganz viele Passagen Autos und da war das definitiv mehr einfach zu steuern. Zu Perl geht der Parking. Mehr bis jetzt hat den sich nicht als so erfolgreich ausgewiesen. Da meine ich schon einen Punkt, können Sie wahrscheinlich nicht wiederholen. Ja, dann die Remark für eventuell eine Tür zu machen für eine schnelle Transverbindung aus der Stadt und der Südosten vom Land. Ja. Mein Minister sieht immer, dass er froh ist, dass die Leute den Tram ja überall hätten, für viele Jahre heute müssen kämpfen. Für den Tram an der Stadt zu kreieren und an dem Projekt auch populär zu machen. Das ist so, dass ich natürlich muss sagen, dass ein Tram auf verschiedenen Plätzen sein möchte und auf anderen Plätzen am Moment einfach Zöllen nicht hergehen. Ich meine, im Moment geht das Projekt vom Seeren Tram Richtung Asch gewesen. Wenn man sich da anguckt, dass dort Entwicklung und Potenzial sind ja in den nächsten Jahren durch Schluss gehen, da gesagt, dass man am Mieselraum die Zöllen vielleicht auch zum Glück noch nicht tun. Wir sind da an einem Raum, den aber noch mehr ländlich geprägt ist. Und du möchtest in den nächsten Jahren sicherlich echter Bus sein und nicht unbedingt den Tram. Ich will aber sagen, dass es nicht darum geht, welche Gefäße man hat, für sich von A auf B zu bewegen am öffentlichen Transport. Wir gucken ja, dass wir immer in Funktion von der Demand
dazu hinbringen, was sinnvoll ist. Und heute denken wir, dass definitiv der Bus das beste Verkehrsmittel ist. Okay, nächste Frage. Wenn ich mich konkret frage, der neue Pol d'Échange auf der Rocade, respektive der Pol d'Échange an der Lux-Expo, ist noch immer Deals am Chantier. Wie gehen das Pol d'Échange endlich mehr klientfreundlich? Für den Pol d'Échange Rocade aus den Fossfee bis auf gar gefährlich und schlecht beliebt? Ja, das ist richtig, dass sicherlich gerade die zwei Pol d'Échange am Moment nicht gerade immens attraktiv sind. Das tut aber hauptsächlich mal zu tun, dass wir ja in einer Chantier-Situation sind. Das ist so, dass wir im Moment auf vielen Plätzen, und das ist nicht nur auf den Plätzen, wir denken auch an den Gare Ettelbrück, immens viel am Chantier haben wir versichert, ja, eine neue Qualität an den öffentlichen Transport zu kreieren. Und da ist es leider auch so, dass Erik kann besser gehen, könnte immer ein Fest für ihn am Chantier aus. Als Leute, sowohl von der Bund wie auch von der Pointchaussee, denken, wir schaffen so schnell wie es geht in ihre Projekte. Ein Projekt geht noch gut vier Runden. Mehr an den Phase vom Chantier ist sicherlich die eine oder Sache ein bisschen unattraktiv. Ich will aber sagen, dass für allem zum Beispiel auf der Rocade mittelfristig aber eine ganz andere Qualität kriegt, wenn ihr guckt, dass die Gare, die Haut echt eine Barriere aus, hat er nur einen zentralen Ort aus, den auf beiden Seiten von den Schienen attraktiv gestaltet ist. Es hat sicher Wert, die Kontranten in Kauf zu holen, weil die nur wirklich eine bessere Qualität hat. Und auch relativ sehr kommen nach neue Fußverbindungen und neue Souterrain, den weiter gefördert wird. Und da wird auch die Verbindung um manches Fußläufig noch mehr sicher gehen, wie das heute Fall ist. Und dann eben mittelfristig wird Rocade auch viel besser integriert an die gesamten Pôle d'Échange Gare-Centrale. Auf der Lux-Expo denke ich, wenn man sich da anguckt, der Chantier geht da gut vier Runden. Wir sind da auch an der letzten Tisch. Und ich hoffe, dass wir das nächste Jahr fertig wird. Und auch da kriegen wir löserlos und eine bessere Qualität dran, wann da bist du Geschäfte sind, wann du auch mehr Leben hast an dem Sit. Da wird dann auch eine ganz andere Qualität tun. Und auch die Leute werden dann ein anderes Sicherheitsgefühl haben, wenn sie aber in einem Parking stehen und dort ihre Bus fahren. Okay, nächste Frage. Wie komme ich von der Stadt Bredemus auf Gasbereich? Das ist ja so, dass ich, wenn ich hier fahre, kann ich die 160 schulen und dann über den Bond Gasbereich fahren auf den Hauwald und mir auch Trokat aussteuern, an dem wird dann die Frage beantwortet. Okay. Gut, da kommen wir nach einer Reihe von Fragen und Umwirkungen aus der Gemeinde Lernschmusel, die alle in dieselbe Richtung gehen. Ich resümiere sie vielleicht an zwei Fragen. Wie geht die Neulinie 342, also die von Grevemacher auf Remisch, wie ein Greifelding fährt, in Betrieb geholt? Und die zweite Frage, wie weit fährt die aktuelle Linie 450 nicht mehr über Greifelding? Ja. Die Linie 342, die geht an den Betrieb geholt am Vorplan Wiesel am Dezember, den 13. Da hören dazu, dürften Ende Dezember, also Anfang, pardon, Dezember auch online sind. Und da kann ich sich da informieren, wie der Bus fährt. Die andere Linie 450 über Greifelding, die fährt nicht mit DW, als wir am Mann Chantiers bedenkt. Wir haben von der Pointchaussee gesagt, dass die Chantier müsste Ende Dezember, wir sind nach November, Anfang Januar fertig sind. Und da gibt der Bus auch nicht über Greifelding fahren. Okay. Dann noch ein gebündelt Froh aus der Gemeinde Mondorf. Die Linie 174, die von Remisch via Mondorf an die Stadt fährt, die aus Meier samt regelmäßig überfüllt. Wie weit gehen da nicht mehr Fahrten angesagt? Ja, wir sind auch auf die Problematik von der Gemeinde aufmerksam gemacht. Wir hatten darauf gesehen, mit der Gemeinde eine Reunion für ein paar Wochen und haben gemeinsam festgehalten, dass wir darauf reagieren und verstärker fahren, sowohl Neues und Oves ersetzen. Das ist teilweise auch schon geschieht. Das heißt, wir müssen nur gucken, wie dann die Situation sich entwickelt. Wenn du aber noch weiterhin Problematik bestehen, dass wir da nicht genug Fahrten haben, sind wir auch bereit, für noch da weiterhin zu reagieren. Okay. Dann habe ich eine Frage, die aus Mettlach kommt.
Ich lese vier. Guten Abend, sind auch nach neuen Bushaltestellen auf der Strecke Lützburg-Losheim geplant. Das wird Linie 159. Ausgang Mettlach, nur der Bushaltestelle, können kein mehr, da das schwört, eine Haltestelle, die zum Schluss vom Dorf hier nicht verkehrt. Am Anfang, ja, den Aufrastdorf hier am Anfang eine weitere Haltestelle, um einen vom Dorf für die zu planen, respektive zu bauen. Ja, also so, im grenzüberschreitenden Bereich ist immer ein bisschen mehr schwierig, für neue Haltestellen zu kriegen. Das ist so, dass wenn wir uns auf nationalem Territorium befinden, dass den Gemeinden immer zuständig für neue Haltestellen und die Leute wenden sich in der Regel und Gemeinden oder und alles und wir gucken dann mit der Gemeinde für das zu machen. Am grenzüberschreitenden ist immer ein bisschen schwierig, wie Zuständigkeiten sind. Wir sind aber meistens am Moment so verblieben, dass die Leute dann mal Kontakt sollen mit ihrer Gemeinde abholen, auch in Deutschland. Und dann halt die deutsche Gemeinde mit alles Kontakt, ob wir zu gucken, was zu machen ist. Und in dem Moment können die dann auch so ein Arena abholen. Okay. Gut, dann heute mit noch eine Petition von Eltern und Schülern aus Lenningen. Sie machen sich hauptsächlich Sorgen über eine Konnexion zwischen Lenningen und Grevenmacher. Ja. Also wir haben ja gesagt, dass wir die Linie 342 abfeiern, die dort den Mond aufdeckt. Das ist aber so, heute schätzen wir erst über Schülerverkehr. Und wir haben immer gesagt, dass in aktuellen Reisen, wie nur präsentiert wird, der Schülerverkehr nicht mit aufdeckt und dass wir den Mond über Speziallinien werden machen, sodass die heute offen oder den Mond auch an dem Kader mit berücksichtigt wird. Okay. Anscheinend eine ganz frohe Forderung aus der Gemeinde Schengen. Wir fordern eine Direktverbindung für alle Lyceen und wir fordern eine Direktverbindung für all den Städter Quartieren. Ja, das ist mir bewusst. Ich meine, wir haben auch am Kader, wie der Minister schon gesagt hat, wo die Gemeinde konnten hier machen, rangehen, weil die Demand Demos schon von den Gemeinden am Schengen-Raum genannt gehen. Dazu war es Folgendes zu sagen. Wir haben einfach an der Stadt nicht Möglichkeiten für uns alle Ortschaft oder Region direkt Bussen an alle Quartiere fahren zu lassen. Den Aufwand ist einfach nicht möglich. Was haben wir geguckt, wie sind Flüge und wie versucht das strukturell an unserem Reso zu berücksichtigen. Den heutigen Raum als Dorfwänst eben Rheimisch am Mondorf als Pol an der Region ungedurchführt kann umklammen, das heißt, das umklammen möglich, sowohl an den nördlichen Teil wie an den südlichen Teil von der Stadt zu kommen. Der Mond, dass sie auch ganz oft, ich will gleich direkt an den Zentrum kommen. Früher war das eben Kathedral oder andere Plätze. Da war es aber so, dass in der Stadt Lützburg mal ein ganz stark den Mond tun für den öffentlichen Transport und da war es für Jahren Decision geholt gehen, den Tram anzufeiern. Das ist sicherlich eine ganz richtige Entscheidung gewesen, wenn ich sehe, wie viele Leute heute den Tram holen. Ich sehe noch, dass das mit Bussen nicht zu machen wird. Früher haben eben andere Bussen die Aufgaben überholt und die sind weiter in die Region geführt. Das ist nicht mehr machbar. Wir müssen nur gucken, wo können wir Bussen an der Stadt abfangen. Der römische Raum und immer doch der Schengener Raum hat noch die Chance, dass in sowohl Richtung Kirchbirsch wie Richtung Gar, Rokat, Howard eine Verbindung hat. Das heißt, wir decken aber schon wirklich den Bereich gut auf. Wenn ich aber nur in alle Städte der Quartier will kommen, das ist definitiv nicht möglich und das wir auch für das ganze Land können zu realisieren. Okay. Dann noch einmal ist der Gemeinde Schengen die fordern auch einen Takterhebung von der aktuellen Linie 185, die zwischen die Tische Reme Schengen an ihrem Ring fährt. Ja, wir haben gesehen, den Takt von der Linie an der Spitzenzeit nach ein Jahr rumzusetzen. Das werden wir auch so schnell wie möglich umsetzen. Und dann lernt man just nicht, ob die Frau für uns zurückzukommen, weil ich schon vergesse, den Schultransport zu erwähnen. Natürlich gucke ich mir, wer ein Schüler an dem Raum Schengen wohnen, wo die hin wollen. Und wir versuchen, wo der Mond groß ist, auch direkt Schulverbindungen abzubauen. Das wird aber kaum möglich sein für alle Schulen, die es gibt, am Großraum steht und darüber raus zu machen. Okay, dann entscheide ich noch.
zur Frohen aus der Gemeinwelt Bredemus, schließen sie vier. Seit dem Vorplanwechsel vom 13. September fährt Buslin 160 nicht mehr über Waldbredemus. Den alten Horär wird immer die Verbindung gemacht mit Waldbredemus und Trenting. Mit dem neuen Horär gibt es keine Verbindung mehr. Könnt ihr, wenn ich Lin 160 rum am Dorf Waldbredemus fahren lassen? Ja, die Demand, also die Primalzeuge drogen, wir sind am Gangen zusammen mit unseren Kollegen noch von der Planungsabteilung am Minister. So, die ganze Raumnecker zu analysieren, sowohl was der Mond Waldbredemus geht, was auch der Mond 192 von der Natur Bus geht. Und wir werden da die Linien leicht anders organisieren, für die Monden so anzupassen, dass wir die Frohe können berücksichtigen. Und wir werden da in der nächsten Zukunft noch ein paar Änderungen machen. Okay, und da war noch ein, wie gesagt, ein Zweitfrage kommen von der Gemeinde Waldbredemus. Wie kommen Bürger aus der Gemeinde Waldbredemus bis auf den Gar für den Zug zu holen? Dem ja. Falsch meinen, das wäre dann älter Gar an der Diffusantweiler. Ja, ja. Wenn ihr guckt, von Waldbredemus an bisschen sich der Straßenreise anguckt, dann noch, wer ein Linde mit jemandem Bus da können sinnvoll befahren, dann aus die nächste Gar. Die gut zu riechen ist quasi die Gare von der Stadt Lützeburg. Und alle anderen Gare möchte in Funktion von dem Ziel, wo ihr hier könnt, nicht so viel Sinn, sodass wir am Anfang echt an dem heutigen Raum so und wir gucken, die Leute an den Start zu kriegen und dann da auf den Zugreise auch an der Stadt können, zurückzugreifen, in dem, wo ihr hier will. Und es nicht opportun fand, wenn wir da einfach auch an unseren Analysen nicht muss Kritik gesehen haben, für nach einer Garen aus dem Raum umzufahren. Okay. Dann kommen wir noch eine Reihe Remarken, was die Infrastrukturen, hauptsächlich Bushäuser, die geben nach verschiedenen Gemengen an einem schlechten Zustand, die werden einen schlechten Zustand, respektive geben gar keine Bushäuser bestehen. Ja, wow. Dazu kann ich zwei Sachen sagen, die eng sind, dass natürlich das ganze Equipment auf den Busarenen im Moment eine Gemengenaufgabe ist, die ganz klar auch so geregelt ist, sodass wir da wenig Einfluss haben. Wir sind aber, nachdem wir dann die Organisation aufgeschlossen haben, werden wir im nächsten Dossier angehen, wo wir gucken, wie kann die ganze Haltestellensituation national besser lösen. Und wir prüfen durch die Möglichkeit, das vielleicht zu ja, zu generalisieren und dass wir dort als Betreiber vom Rezo mehr Abschluss drauf kriegen. Okay, merci. Ich meine, wir hätten dann frohen all momentan durch. Wollen dann noch, ich denke, nach Loh, nach Notrecht rankommen, dann gibt man die da per E-Mail beantworten. Okay. Wenn dann, wie gesagt, ich nach frohen aufhalten, da könnt ihr die gerne, denke ich, nachstellen. Wir beantworten die dann schriftlich, respektiv. An knapp zwei Wochen haben wir nach einem Abend, wo wir den Raum Hesper diskutieren, Raum, der auch noch auf Freising an und dem heute Raum leidet. Das heißt, wir können eventuell auch da nach die anderen oder ja, ein kleines Froh auch noch da beantworten. Aber wie gesagt, sonst geht man das schriftlich machen. Da gebe ich euch aber noch ein großes Merci, so, dass ihr euch den Abend noch gelöscht habt. Aber wie gesagt, für die interessiert, noch ein paar Fragen zu stellen oder Antworten zu hören, wie der Rendezvous in zwei Wochen. Und sonst wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und merci.